direkt ab. Sehr gut, wie wenn du es gelernt hättest. Dann zeig mal, was du kannst. Geht doch ganz einfach. Der, der so noch nie einen Schrank abgebaut hat, das bin ich. Ja. Einfach nach unten drücken. 2016 habe ich den Haushalt meines Vaters entrümpelt. Der Kontakt zu den Profis hat mich beeindruckt und neugierig gemacht. Darum will ich 7 Tage lang mehr erfahren, wo Möbeln zerkleinern, Sachen finden, in Erinnerungen fremder Menschen wühlen. Die Besitzerin würde jetzt das nicht so gut finden. Oder? Nee, um Gottes Willen, natürlich nicht. Du musst ja mal überlegen, wir schmeißen ein Leben weg von einem Menschen, ja, der sein Leben lang hier gewohnt hat. Und dann kommen wir und danach sieht es nicht mehr so aus, wie es war. Da ist ein ganzes Leben verschwunden. Ja. Als mein Vater vor 4 Jahren starb, mussten meine Geschwister und ich unser Elternhaus entrümpeln. Eine Heidenarbeit. Wir standen vor den Erinnerungen unserer Kindheit. Erinnerung an unser Zusammenleben. Das war nicht einfach. Ganz wenige Sachen haben wir noch. Sogar nach dem Entrümpeln. Ob sie noch was wert sind? Vielleicht finde ich hier jemanden, der mir das sagen kann. Sitzkissen machen wir zu der Kleidung mit dazu, also zu Stoffen. Also Weihnachtskugeln sind auch Glas, ja? Genau. Hier sehe ich auch, ist auch Glas. Ja. Genau, jetzt ist halt genau das passiert, was nicht passieren soll. Kann auch weg. Und was machen wir jetzt hier mit dem Telefon? Das sieht jetzt... Das Telefon, das machen wir uns auf jeden Fall auch noch auf die Seite, weil 10 Euro sind da auf jeden Fall immer drin. Für das Ding hier? Ja, tatsächlich. Und ich habe noch ein Telefon. Was ist mit dem hier? Ja, schau mal, das ist sogar noch original verpackt. Nächste Generation. Okay, wohin damit? Machen wir auch hinten so unsere Sachen mit dazu. Oh, was ist denn hier? Was haben wir hier? Oha. Jawohl. Was machen wir damit? Schreibmaschine. Kann tatsächlich weg. War mal teuer. Jetzt reif für den Container. Der mir zu Beginn noch gigantisch groß vorkommt. So, jetzt haben wir halt leider das Problem, dass der Container zu nah an die Garage gestellt wurde. Ja, manchmal muss ich improvisieren. Das bleibt nicht aus. Wir sind in Kottweiler Schwanden, westlich von Kaiserslautern. Das Haus soll verkauft werden. Ja, irgendwas hängt noch. Dafür muss erstmal alles raus. Wir haben nur einen Tag Zeit, sind dafür aber 5 Mann. Super. Viel Spaß. Es ist sehr oft so, wo Kunden denken, wir machen das alleine, wir schaffen das. Aber dann stecken da so viele Emotionen da drin, dass die nicht vorwärts kommen, nicht weiterkommen und auch manchmal selbst in ein depressives Loch fallen. Ja, und wenn wir dann kommen und haben das alles erledigt für die, dann ist eine ganz andere Lebensfreude wieder da, wenn das alles erledigt ist, was wir dann halt für sie gemacht haben. Ja. Wir helfen der Person ja eigentlich, wenn du das so siehst. Wir räumen das alles raus, so kann das alles weitergehen. Kann in die nächste Generation übergehen. Oder was auch immer, Ende Verkauf, alles Mögliche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man von hier irgendetwas verkaufen kann. Aber ich will ja von den Experten lernen. In meinem Elternhaus konnte ich damals auch nicht beurteilen, was weg kann oder was noch von Wert ist. Die Entrümpler finden immer was. Und sie müssen auch immer abwägen. Auch Christian Huberti. Das sind so Sachen, die macht man nicht gern kaputt, weil es halt einfach wirklich schöne Sachen sind. Ich mag halt diese alten Sachen, diese Schnitzereien. Und es ist halt... Da hat mir einfach jemand viel Arbeit reingesteckt. Und in 10 Minuten, 5 Minuten ist es abgerissen und ist kaputt, ja. Und du siehst den Wert noch richtig ein? Auf jeden Fall. Den Wert sehe ich auf jeden Fall. Wenn wir die Sachen dann abreißen, ja. Also wir wissen, wenn dann Leute wirklich ihr ganzes Leben lang in der Wohnung, in einem Haus verbracht haben. Und wir wissen schon, das zu schätzen, dass das ganze Hab und Gut von den Menschen war, die da auf einmal dann immer da sind und mir das wegschmeißen. Ich meine, wir gehen da schon mit dem Vorschlaghammer und Dinger. Man hat schon diesen Respekt vor den Menschen, die da drin gelebt haben, auf jeden Fall. Eins, zwei, drei. Oh. Guck. Und das erleben wir halt einfach so oft. Du stellst eine Kleinigkeit raus und sie ist sofort weg. Der Nachbar. Der gute Nachbar.
Mit Entrümpeln spart man sich das Fitnessstudio. Aber kann man damit auch Geld verdienen? Das will ich in meinen 7 Tagen herausfinden. Sascha ist seit 5 Jahren Entrümpler. Mittlerweile kann er sich sogar schon 2 Mitarbeiter und Aushilfen leisten. Je nach Projekt. Dann kannst du mir mal sagen, wie man Entrümpler eigentlich wird? Oh, wie wird man Entrümpler? Keine Ahnung. Das hat schon ziemlich früh angefangen. So mit Flohmärkte, mit allem drum und dran. Da war ich einfach immer gern. Ja, und dann irgendwann hat sich das alles so ergeben. Was hast du eigentlich gelernt? Gelernt habe ich Tresorbauer. Ja, da hat es halt vom Geld her nie gereicht. Und dann hast du nebenbei Kleingewerbe, hast du halt Entrümpelungen gemacht. Und irgendwann hat sich das so entwickelt, dass es dann immer mehr und immer mehr wurde und der Bekanntheitsgrad dann auch immer höher wurde, dass du es dann irgendwann probiert hast mit dem Hauptberuflichen. Ja. Für mich steht schon nach dem ersten Tag fest, es wird eine schwere Woche als Entrümpler. Die meisten sehen eigentlich gar nicht, was es für ein knochenharter Job ist. Da sind die Leute selber überrascht. Und wenn dann auf einmal so ein Container voll ist bis oben hin, dann stehen die Leute dann meistens auch da und sagen dann, boah, Herr Schwarz, das hätten wir jetzt aber auch nicht gedacht. Und wie hart es auch für professionelle Entrümpler werden kann, körperlich und seelisch, will mir Sascha im nächsten Haus zeigen. Wir machen eine Vorbesichtigung. Überall Spinnenweben. Das ist jetzt die Toilette hier. Ja. Wer macht die? Dafür bist ja du hier. Ah ja, genau. Lebt hier jemand? Hier lebt tatsächlich noch jemand, ja. Und wir helfen ihm gerade im Moment so ein bisschen, sein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen. Seine Mutter ist verstorben, er hat ein Leben lang bei seiner Mutter gewohnt, hat sich anscheinend nie um irgendwas kümmern müssen. Dann ist die Mutter verstorben und er stand von heute auf morgen allein da. Und sein Leben ist halt komplett aus dem Ruder gelaufen. Und dann sieht's so aus. Und dann sieht's halt so aus, ne. Ja, hier zum Beispiel auf dem Boden, ja, da haben wir halt überall Kot. Ist das denn in irgendeiner Art eigentlich gefährlich, diese Arbeit hier? Also ich meine, wenn wir hier mit FFP3-Masken rumlaufen? Genau, also es ist schon gefährlich, ja, weil diese ganzen Bakterien und das Ganze, was hier so rumfliegt, ja, das willst du halt nicht einatmen. Und hier? Hier lebt der Mann, hier schläft der Mann immer noch. Ja, dass ein Mensch in so einem Bett schläft, wo die Drähte schon rausgucken aus der Matratze. Es ist ganz schlimm, dass es sowas heutzutage überhaupt noch gibt. Dass man da nicht irgendwie schon viel früher reagiert hat, damit es erst so weit gar nicht kommt. Das ist jetzt so eine Geschichte, das habe ich auch mit nach Hause genommen. Ja, wo ich dann gesessen habe und habe mir gedacht, so darfst du einen Mensch nicht verwahrlosen lassen. Das geht nicht. Messi-Wohnungen seien gar nicht so selten, erzählt mir Sascha. In 2 Tagen sind wir wieder hier. Ein neuer Tag, ein neues Haus, ein neues vergangenes Leben. Wir sind in Otterberg bei Kaiserslautern. Denkt man sich nicht, was die Leute alles so aufheben? Das ist schon Wahnsinn manchmal. Gerade so diese Kriegsgeneration, die Leute, die hatten ja nichts. Und denen fällt es halt einfach auch viel zu schwer, ja, sich von irgendwelchen Dingen zu trennen. Weil man könnte ja immer was gebrauchen. Ja. Deswegen stehen die Dachböden immer voll, die Keller immer voll, die ganzen Schränke und alles. Da wird wirklich nichts mehr weggeschmissen. Und am Schluss bleibt dann halt alles an der Verwandtschaft oder an der Erben. Bleibt es halt einfach hängen und dann kommen wir ins Spiel. Jede Wohnung erzählt ja seine eigene Geschichte. Jeder Haushalt ist halt individuell. Du weißt ja nie, was erwartet dich hier. Was ist hier wirklich passiert? Was für Schicksalsschläge sind hier wirklich passiert? Aber halt wichtig ist es für dich als Entrümpler, du darfst nicht an dich rankommen lassen. Wenn du es an dich rankommen lässt, dann machst du auch keine gute Arbeit oder du nimmst es sogar mit nach Hause. So, das ist dein Job, eine saubere Arbeit zu machen. Und wir sind ja genau deswegen hier, für das hier alles wegzuräumen, auszuräumen. Also eigentlich ist dein Job, wenn du es mal so siehst, wie jeden Tag Weihnachten. Ja, du kommst rein, machst die Schränke auf, ja, und weißt nicht, was ist drin. Und manchmal wird es dabei ziemlich exotisch.
von Gummipuppen bis Peitschen bis alles Mögliche. Da haben wir wirklich schon alles gefunden. Wichtig ist es halt einfach, niemanden an den Pranger zu stellen. Immer gucken, dass irgendwelche peinlichen Dinge vielleicht, ja, die teils vielleicht im Schlafzimmer noch gelegen haben oder sonst was, dass die Sachen halt direkt wegkommen, so dass es halt jetzt nicht unbedingt ein Container ganz oben liegt. Da bin ich ganz, ganz rigoros, wirklich. Was denkst du dir dabei? Ach, ich denke mir, ja gut, wir hatten schon eine schöne Zeit wahrscheinlich. Aber nicht alles ist lustig. Vieles ist sehr persönlich, manchmal auch sehr tragisch. Immer noch finden die Entrümpler Belege tragischer Schicksale aus dem Zweiten Weltkrieg. Hey Jörg, guck mal, was ich hier gefunden habe. Das ist der Brief, wo geschrieben wird, dass er gefallen ist, also wo an die Eltern geschickt wurde. Dass der Sohn, Vater oder sonst irgendwas gestorben ist. 29.10.1944, bei schweren Kämpfen bei Hatjudorok gefallen ist. Die Kompanie hatte den Auftrag, den Ort in Besitz zu nehmen. Dabei wurde ihr Sohn durch Kopfschuss getroffen. Ihr Sohn Wilhelm war einer der besten und tapfersten Soldaten meiner Kompanie. Im Kameradenkreis war er ganz besonders durch sein Wesen beliebt. Ob das Trost spendet? Was für ein Scheiß, ein halbes Jahr vor dem Kriegsende. Wahnsinn, ne? Das ist schon, wo du dir denkst, mein lieber Mann, was da damals los war. Unterdessen geht es im zweiten Stock weiter voran. Zwischen 12 und 14 Euro verdienen sie hier die Stunde. Andreas ist von Anfang an bei Sascha als Entrümpler dabei. Wie sein Chef ist auch er auf Umwegen zu dem Job gekommen. Vorher habe ich einen Bühnenbau auch gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Dann ist mein Chef mal bankrott gegangen. Ja, und dann habe ich halt, war schon weggekommen. Dann habe ich dreieinhalb das Gartenarbeit gemacht beim Decker. Ja, dann hat er mich gekündigt, dann ist meine Schwester an der Zeit auch noch gestorben. Ist alles auf Emo gekommen. Ja, und dann ist es halt auf Emo gekommen, hat er gesagt, ob ich es bei mir schaffe, das ja, mache ich. Immer tiefer wühlen Sascha und ich in den Erinnerungen der einstigen Bewohner. Spannend, aber irgendwie auch gespenstig. Na, guck mal, das könnte zum Beispiel der Soldat sein mit dem Kopfschuss. Es geht immer tiefer in die Biografie des Hauses und seiner Bewohner. Ja, die haben schon ziemlich viele Reisen gemacht. Viele Reisen, viele Erinnerungen, alles weg damit. Leider ja. Leider müssen wir es wegmachen. Wenn eine ältere Dame da liegt, ja, und du überlegst, ja, die hat Kinder großgezogen, hat ganz hart für die gearbeitet, hat immer alles für die Kinder gegeben und gemacht. Und wir werden dann gerufen und sie liegt dann 2 Wochen in der Wohnung. Und du siehst dann zum Beispiel am Telefon oder sonst irgendwo, ja, dass noch nicht mal ein Anruf reinkam in der ganzen Zeit oder sonst was. Das sind so Sachen, ach, das ist schon traurig. Das sind so Sachen, da muss ich selber sogar mit mir kämpfen und sagen, ach, Schluck's runter, ja, und guck, dass du es einfach aus dem Kopf wieder rauskriegst. Guck mal. Ja, genau. Das hier ist alles Zinn. Genau, das ist zum Einschmelzen. Genauso wie diese Becher hier. Wie, das schmelzt du ein jetzt? Also nicht ich jetzt, sondern wir sammeln das und dann, wenn genug an Menge da ist, ja, wird das alles komplett eingeschmolzen. Also du musst richtig aufpassen, ne? Ja, natürlich. Du musst aufpassen, dass du natürlich kein Geld wegschmeißt. Ne? Wir leben ja wirklich in einer Wegwerfgesellschaft. Es ist ein Wahnsinn. Es ist wirklich ein Wahnsinn, was hier an Porzellan weggeschmissen wird, was an Möbel weggeschmissen wird oder sonst was. Wir leben in einem absoluten Luxus. Es wird immer alles neu gekauft. Es werden Gelder rausgeschmissen, ja, obwohl eigentlich mehr wie genug an Möbel und allem da ist. Ich bin zurück in meinem Elternhaus in Neuwied. Auch hier hatte sich über all die Jahrzehnte einiges angesammelt. Und auch nach der Haushaltsauflösung sind immer noch Reste im Keller verstaut. Meine Geschwister und ich diskutieren immer wieder. Behalten oder wegwerfen? Aha, eine alte Eisenbahn. Was das Kinderspielzeug von meinem Vater wohl wert ist,
Das Porzellan hat mal über 2000 Mark gekostet. Ist bestimmt einiges wert. Ob mir Sascha dabei helfen kann, das herauszufinden, wir werden sehen. Tag 3 meiner 7 Tage beim Entrümpler. Wir sind in Saschas Lager. Was Sascha für wertvoll hält, kommt erstmal hierher. Das ist ja doch eine ganze Menge. Von wo ist das jetzt überall? Das sind jetzt verschiedene Haushälter. Das sind mehrere Haushälter aus Kaiserslautern halt. Und du lagerst das hier ein? Zum Einlagern und auch zum Verkaufen, ja. Mehr als 1200 Quadratmeter Platz braucht Sascha mittlerweile. So viel Platz wie ein halbes Fußballfeld. Da passt einiges rein. Ganz schön eng hier alles. Ja, durch die Corona-Zeit hat sich ein bisschen was angesammelt. Was Sascha aus den Wohnungen mitnimmt, kauft er den ehemaligen Besitzern ab und versucht es dann wieder loszuwerden. Am besten natürlich mit Gewinn. Hier haben wir halt unser Trödelzeug, was wir halt alles so aus der Haushälte rausholen. Da ist wirklich alles Mögliche mit dabei. Von Kerzenständer bis Rasseln. Jawohl. Ja, hier haben wir zum Beispiel komplette Küchengeräte. Alles noch original verpackt. Ne? Woher kennst du eigentlich die Werte von diesen ganzen Sachen? Ich habe ja tagtäglich mit Ware zu tun, die wir ankaufen, ja, in Haushälte. Und natürlich dann auch verkaufen. Ja, das ist ja wirklich, das ist Erfahrung. Wie verdienst du hier Geld? Über die Masse. Rein über die Masse. Und gleich hinter dieser Halle ist noch eine. Warenstau. Verkaufen darf Sascha in Corona-Zeiten gerade nichts. Kommt aber wieder. Du hast hier auch ein kleines Platzproblem. Es erinnert mich aber auch ein bisschen an so eine Messi-Wohnung. Ja, du, tatsächlich, heute sieht es tatsächlich so aus. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade am Aufbauen wieder, damit die Ware alles halt jetzt wieder ausgestellt werden kann und auch zum Verkauf wieder da ist. Weil jetzt dürfen ja erst die Geschäfte wieder aufmachen. Vorher ging es ja gar nicht mehr. Bis Sascha allerdings seinen Trödellagerverkauf wieder öffnen darf, werden noch 3 Monate vergehen. Es hat auch leicht was Besessenes, ehrlich gesagt, oder? Ja, was heißt Besessenes? Du verdienst dein Geld damit. Das darfst du ja nicht vergessen, ja, wenn du anfängst, so Sachen wegzuschmeißen. Ja, ja, wo verdienst du denn noch Geld? Ist das hier ein Originaltrikot? Das wissen wir noch nicht ganz genau. Also es ist auf jeden Fall unterschrieben. Das war die Unterschrift. Tobi, von wem war das nochmal? Das ist wahrscheinlich Gerd Müller. Gerd? Also wir haben geschaut, wir haben das verglichen. Das müsste von 1970 sein. Die Frage war, damals ist hinten drunter die Nummer 9 aufgenäht. Und die hatte damals entweder Günter Netzer oder Gerd Müller. Ist ja noch Original-Schweiß auch drin, glaube ich, oder? Oder? Ich meine, es sieht nicht gewaschen aus. Nee, definitiv nicht. Deswegen deutet halt alles schon nur vor Original hin. Das ist so ein Militäruhr, das Ende aus dem... Und in der Fußballstadt Kaiserslautern finden Sascha und seine Jungs immer wieder FCK-Raritäten. Hier haben wir auch später was Cooles, ihr Bube. Von Fritz Walter aus der 60er mit Originalautogramm. Vor allem Hubi, als eingefleischter FCK-Fan, geht bei diesem Funden das Herz auf. Der Meisterfeier. Da wissen wir leider noch nicht ganz den Jahrgang, da muss ich mich mal drum kümmern. Bedeuten dir die Fotos auch was, obwohl du da ja noch gar nicht geboren warst? Ich habe Fritz Walter zweimal tätowiert. Sehr viel, klar, das ist lautere Geschichte. Das gehört zu jedem Lautere, egal wie jung oder wie alt er ist. Die Endspiele 51, 53 und die Weltmeisterschaft 54 gefühlt 500 Mal gesehen in meinem Leben, glaube ich. Aber es gibt nicht nur Fritz-Walter-Schätze in Saschas Fundus. Und das hier ist halt auch ziemlich cool. Das können wir mal auslegen. Das ist Konrad Adenauer mit Originalautogramm von Konrad Adenauer, wo er in Kaiserslautern am Schiffsplatz war. Und dazu gibt es halt noch den Zeitungsbericht dazu. Ist natürlich auch museumsreif für Kaiserslautern. Du willst ja auch eigentlich so ein Regionalmuseum machen, ne? Ja, ich würde tatsächlich gerne in so ein Museum rübergehen. Wir finden so viel Geschichte, ja, was eigentlich nicht irgendwo weiterverkauft werden soll, sondern wo eigentlich ausgestellt werden soll, ja, damit es die Leute sehen, bewundern können. Weil man findet zum Beispiel mal irgendwas von Konrad Adenauer am Stiftsplatz in Kaiserslautern mit Originalbilder, Autogramm. Das ist jetzt mal ein Beispiel von... Ein gutes Geschäft erhofft sich Sascha vor allem von dem Verkauf noch älterer Funde. Erster Weltkrieg. Das ist Erster Weltkrieg, definitiv. Gott schütze meinen lieben Mann.
Felde. Wer kauft denn sowas? Das machen wir alles über Auktionshäuser. Oh. Die spezialisiert sind. Das sieht ja jetzt schon spezieller aus. Und in so ein Auktionshaus will mich Sascha später noch mitnehmen. Es macht mir Spaß, mich im Meer aus Zeug einfach mal treiben zu lassen. Da werden Erinnerungen an meine Kindheit wach. Guck mal, die Feuerwehr, die kenne ich sogar. Ja, die ist circa 80 herum. Man erkennt einige Sachen wirklich wieder aus deinem eigenen Elternhaus. Oder? Du, ich finde heute auch noch Sachen aus meiner Jugend, ja. Wie zum Beispiel hier die Nintendo und das Ganze. Ich weiß nicht, ob du das schon entdeckt hast. Ja, ist ja meine Jugend auch, ne? Ja. Das sind halt so Dinge, ja. Da, welche ja. Spiele haben wir denn hier? Da geht mir so ein bisschen das Herz auf. Wer spielt denn jetzt hier? Ach, jetzt kann ich glaube ich nur einzeln spielen. Was mache ich denn jetzt? Laufen, Schlag, weglaufen? Irgendwas, hau da, hau. Ach so. Boah, die Musik ist ja krass krank. Ha. Bevor wir das alles zu Geld machen, steht wieder Arbeit an. Jetzt. Tag 4. Die Messi-Wohnung. Sascha hat uns Vollanzüge, Gummistiefel und Handschuhe besorgt. Auch FFP3-Masken sind nötig. Und das nicht wegen Corona. Das ist ja, jetzt sage ich mal, nicht der Alltag, den man da hat. Der ist dann schon ordentlicher, wenn man da reingeht und das sieht und auch riecht und so alles. Schon eine Hausnummer. Das hat jetzt mit Spaß wirklich gar nichts am Hut. Wie gehen wir jetzt hier am besten vor? Ich habe keine Ahnung, wo anzufangen ist. Also, wir machen uns als erstes mal hinten die Couch komplett frei. Da auf die Couch kommen dann Sachen, die wir quasi wieder mitnehmen. Und alles, was an Müll ist, alles in Säcke. Und das können wir eigentlich direkt hier aus dem Fenster schon rausgeben. Augen zu und durch. Einfach wegarbeiten. Am Anfang ist sogar noch Luft für Späße bei den anderen. Die Dirndljagd am Wörthersee. Obwohl wir 4 Mann sind, kommen wir kaum voran. Das ist zumindest mein Eindruck. Und immer wieder Erinnerungen. Naja, genau, das könnte jetzt zum Beispiel sein in die jungen Jahre. Sollen wir ihm das aufbewahren vielleicht? Oder? Nee, das scheint nicht. Nee, das sind so Dinge, er hat sich ja schon alles rausgesucht, was er eigentlich wollte. Ja. Und hier siehst du zum Beispiel Bilder von ihm von früher, wo er noch ein kleiner Junge war. Im Anzug, da siehst du halt einfach mal, was das für ein anständiger Kerl war und was heute ist, wie er heute lebt und alles, wo die Mutter halt nicht mehr da ist. Ne? Ah, die Tierrettung kommt. Mit jeder Arbeitsstunde wird es bedrückender für mich und bizarrer. Hallo. Servus, hallo. Morgen. Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Wir haben auch viel. Jetzt wie hier, schlechte Haltung, Messi-Wohnung. Oder es gibt ja auch einfach Leute, die müssen ihr Tier abgeben, weil sie nicht mehr können. Dann muss man natürlich auch da sein. Und ist es besprochen, dass das Tier wegkommt mit dem Besitzer? Mit der Betreuerin ist das alles abgeklärt. Sie möchte nicht, dass der Vogel hier in so einem Haushalt überhaupt leben muss. Aber wie ist das für den Bewohner? Ich meine, es ist ja, so wie es aussieht, der einzige Kontakt. Es ist richtig, aber man muss halt eben auch ans Tier denken. Tschüss. Nach 2 Stunden harter körperlicher Arbeit brauche ich frische Luft. Dann geht's auch wieder weiter. Echte Pausen gibt es nicht. Zeit für die Müllsäcke. Zeit für die Müllsäcke, ja. Oh, Pornos. Ja, Pornos sind viele hier sogar. Tatsächlich wieder en masse hier. Ist aber halt auch keine Seltenheit tatsächlich. So, hier gar keine Rücksicht mehr groß nehmen, einfach alles, was du kriegst, in die Hände kriegst, einfach rein in die Säcke. Wahnsinn. Ist Ekel für dich noch ein Thema? Es gibt mit Sicherheit die ein oder andere Situation, wo du da sitzt und sagst, boah, okay, das ist schon heftig. Ja?
Aber eigentlich zum großen Ganze bist du da schon abgehärtet. Du machst ja auch Tatortreinigung, oder? Genau. Der letzte Fall war ein älterer Mann, der 10 Tage lang auf seinem Stuhl gesessen hat, der verstorben ist. Und ja, da war halt viel an Flüssigkeiten und so wegzuräumen. Ja, das war schon ein bisschen härter. Das muss ich ehrlich zugeben. Na Jörg, wäre das kein Job für dich? Aushilfe vielleicht schon, aber so Fulltime? Nee. Das kann ich gar nicht verstehen. Diese Messi-Geschichte geht schon an die Substanz. Ich bin überrascht. Wir sind tatsächlich nach einem Tag fertig. Es gab halt schlicht wenig zu sortieren. Tag 5 von meinen 7 Tagen. Ja, ich sag ja, es gibt die verrückteste Sache. Verrückt finde ich, dass wir gerade auf dem Weg zu einem Auktionshaus sind. Mit dem alten Krempel. Ist das nicht so ein bisschen auch wie so ein Schatzsucher, so ein Entrümpler-Tätigkeit? Na klar, logisch. Ganz klar. Ja, ich habe auch mal ein paar Sachen mitgebracht von der Entrümpelung meinem Elternhaus. Bin selber sehr gespannt, was da rauskommt. Ja, da bin ich auch mal gespannt, was du mitgenommen hast. Seit 4 Jahren frage ich mich, was die uralten Sachen von meinem Vater wohl noch wert sind. Da sind wir. Jawohl. Zuerst sind allerdings Saschas Funde dran. Ja, Wahnsinn, ist ja wie ein Kaufhaus hier. Ja, ist schon riesig. Wie gesagt, das ist eine von 3 Hallen. Hallo, Herr Schwarz. Hallo, Frau Ebbach. Hey, was haben Sie uns denn da heute mitgebracht? Ein paar Sachen aus der Haushaltsauflösung. Gut, ja damit. Fangen wir mal an. Was ist das? Muss ich selber gucken. Ich konnte den Namen leider nicht herausfinden. Wonach gucken Sie jetzt da genau? Ich versuche, die Unterschrift zu entziffern. Na, ich habe es auch nicht rausgefunden. Aber das ist... Gucken wir uns mal die Rückseite an. Aber der Rahmen ist doch schon mal schön, oder? Sperrholz. Der Rahmen ist schön, aber er ist nicht alt und er kommt aus China. Was? Echt? Nee. Doch. Das sehen Sie aber jetzt so direkt einfach? Ja, das ist jetzt nichts Besonderes, der Rahmen. Das Bild ist halt interessant, weil das ist so expressiv gemalt, mehr gespachtelt auch. Aber in der Nachfolge der Expressionisten. Gemalt vielleicht 1960, 70. 60, 70, gell? Mhm. Das war sicher ein ausgebildeter Maler, aber ich kenne ihn nicht und das ist auch nicht zu entziffern. Chagall, ist doch eindeutig. Nein. Da war der Wunsch der Vater des Gedanken. Es ist wirklich toll gemalt, wenn man mal genau hinguckt. Das ist Münchner Schule. Also jetzt kann man mal gucken. Hier die beiden Bilder, die sind vom selben Maler. Ne? Malen kann er gut, aber so ein Motiv ist halt heute nicht mehr zu verkaufen. Ne? Schade. Sicher, und das ist das, was ich sage, ja, wie schnell man sich doch irren kann, ja, für das, dass es wirklich so präzise gemacht ist. Ja. Also sie sind ja wirklich richtig gut. Ja, aber da das Motiv einfach schlecht ist, ja, muss ich dann halt den Kunde davon überzeugen, ja, dass es halt nicht mehr zu verkaufen ist. Und dem das beizubringen, ja, dass sowas Tolles nicht mehr verkaufbar ist. Das ist jetzt etwas Schöneres, hoffe ich, denke ich. Oh, aha. Wow. Also ist schon eher was als die anderen Sachen, oder? Mhm. Ist nicht immer gut behandelt worden, offenbar. Aber das weckt jetzt schon Ihr Interesse. Ja klar, aber es ist auch schon 120 Jahre alt, da kann man schon mal eine Macke haben. Ne? August Geiger. Kenne ich nicht, muss ich mal recherchieren. Und solange Frau Erbach recherchiert, kann ich endlich meine Sachen bei ihrem Kollegen vorstellen. Auch das 2000 Mark Porzellan.
Und der Herr Dr. Merkel ist Spezialist für? Alles. Alles. Dr. Merkel? Der Mann weiß alles. Ist wohl die graue Eminenz im Auktionshaus. So, hier habe ich was mitgebracht, wo mein Vater überzeugt war, dass es viel wert ist. Ja, da hat er sich getäuscht. Das sind die Elastoline, gell? Ja, die kenne ich ja auch. Darf ich eine Schätzung abgeben? Um die 50, 30, 30. Kriegen sie nicht. Das sind nicht alt genug dazu. Aha. Hier würde ich sagen 15 Euro, ne? 30 Euro, das da 10 Euro. Das gab ihr 10 Euro. Ja. Ich habe ein ganzes Indianercamp. Oh, das ist schön, das ist gut. Ja, und im Zelt ist noch der Häuptling drin. Ah, da ist er ja, ja. 120, 140 Euro. Für alle? Für alle, ja. Ne? Oder? Ja. So, also, ist alles sehr ernüchternd hier. Und ob das Porzellan was wert ist? Auf dem Kaufbeleg standen sogar 2.700 Mark. Ein ganzes Service. Aha. Also das ist ein Billigheimer, ne? Was? Ja, das heißt, es kostet nur Geld, wenn sie es kaufen, ne? Ist also ganz typisch und gut bürgerlich und brav und nett, ne? Und das war also für die höhere und angenehme Gesellschaft, die sich kein Meißen leisten konnte. Und die sich Meißen leisten konnten, es waren ganz wenige. Ne? Und was kriege ich für so ein Servi? Wenig. Also wenn sie so hochkommt, höchstens 600. Aber einen habe ich noch. Ah, jetzt ja. Wird es aber, glaube ich, mal interessant, weil mit original verpackt. Oi, oi, oi. So was kostet ungefähr zwischen 20 und 30 Euro, wenn es hochkommt. Ein Wagen oder alles? Ein Wagen. Also soll ich das jetzt hier lassen? Ne, lohnt sich nicht. Also auch für mich Ernüchterung heute hier. Haben Sie nicht noch was richtig Schönes? Nee, ich habe nur das mitgebracht. Mehr habe ich nicht. Haben wollen Sie hier nichts von mir. So, ich habe ihn identifiziert, den Herrn da. Vielleicht aha. Hat ja Sascha mehr Glück. Er heißt nicht Karl, dieses C steht für Kaspar. Und er heißt auch nicht August, sondern Augustin. Kaspar, Augustin Geiger. Also das kann man schon in die Auktion nehmen, das Bild. Was denken Sie, was das Bild erzielen könnte? Also erzielen kann es wahrscheinlich zwischen... Ich bin ja jetzt auch keine Hellseherin, aber ich würde mal sagen, so um die 700. Ich würde es mit einem Anfangspreis von 400 Euro in die Auktion nehmen und möglichst viele Leute dafür zu interessieren und zu motivieren, mitzubieten. Ja, okay. Aber die Ergebnisse anderer Bilder von dem Maler liegen alle, also alle unter 1000 Euro. Okay, gut. Jetzt unter uns, würden Sie es für 400 verkaufen, wenn Sie es hätten? Sie würden es verkaufen, ja? Ja. Sascha hatte sich dann doch lieber selbst an die Wand gehangen. Zurück in Kottweiler Schwanden, westlich von Kaiserslautern. Gleich kommt die Auftraggeberin von meiner ersten Entrümpelung zur Abnahme. So, das sind noch die letzten Feinheiten, die werden jetzt noch weggemacht. Ja, jetzt ist halt alles mal ein bisschen leerer geworden, ne? Ja. So, hier ist soweit alles raus. Hier war das Schlafzimmer, hier ist alles weg, ja. Sodass man mal wieder die Wände sieht. 51 Jahre hat Frau Lachmann hier gewohnt. Also das war mein Kinderzimmer. Wo? Oh. Das. Das war Ihr Kinderzimmer? Ja. Echt? Ja. Ja, komisches Gefühl, schon oder? Komisch, ja. Okay. Das ist schon eine sehr schwierige Zeit, kann ich mir vorstellen, für Sie, oder? Ja. Wie ist Ihnen das denn so jetzt, seitdem Sie ausgezogen sind, wie ist es Ihnen da so entgangen? Leicht fällt es nicht, aber wir haben halt wochenlang immer ausgeräumt und gemacht und da hat man immer so ein Stück mehr Abstand gewonnen. Also quasi so abgeschlossen irgendwann? Genau, genau. Hä? Aber vieles ist tatsächlich nicht mehr. Ja. Ja, das habe ich mir so vorgestellt, was der gut voll ist. Unmengen von Sachen. Was war Ihnen wichtig, was haben Sie mitgenommen? Bilder haben wir auf jeden Fall viel mitgenommen. Ja, ein paar so Erinnerungsstücke eigentlich. So. Wo ich halt wusste, dass Mama oder Papa, dass das denn wichtig war. Das, sowas habe ich schon mitgenommen. Was ist denn wichtig und wertvoll? Weil man bekommt eben ein ganz neues Gefühl, was ist eigentlich wertvoll und was ist eigentlich weniger wertvoll. Ja, irgendwann muss man halt sagen, jetzt ist Schluss. Weil sonst geht es uns dann irgendwann genauso, dass alles voll ist. Ja, es ist so. Dann kommen wir wieder. Gut. Ja, das ist halt das Hauptproblem.
wobei man halt alles immer sammelt und sammelt. Ein ganzes Leben in einen Container. Ich habe gelernt, nicht alles sollte da rein. Denn der Weiterverkauf macht mehr als die Hälfte des Geschäfts aus. Morgen ist ein wichtiger Termin für Sascha. 3 Jahre lang sammelte er Hinterlassenschaften ehemaliger Soldaten aus dem vergangenen Jahrhundert. Im Schnitt macht Sascha 15 Entrümpelungen im Monat. Ab 1.000 Euro für ein Haus und ab 500 Euro für eine Wohnung beginnt Sascha zu arbeiten. Je nach Größe und ohne Entsorgungskosten. Die sind extra. Dinge, die er mitnimmt, werden angerechnet. Wir sind in Worms. Es geht schon. Wieder ein Auktionshaus. Diesmal spezialisiert auf Militärantiquitäten. Sascha ist gespannt, wie Alexander von Renz seine Funde bewertet. Kistenweise schleppen wir die Vielleichtschätze in den Vorraum. Ich suche Schriftstück von dem einen Orden und finde es leider nicht. Ja, ich habe euch ja gesagt, das ist ein bisschen Arbeit, was ich hier mitbringe. Das ist ein typischer Feuerwehrhelm. Der war mal ursprünglich schwarz lackiert, hatte natürlich auch ein Innenfutter und ist jetzt leider stark korrodiert. Und was unterscheidet ein Feuerwehrhelm von einem Wehrmachtshelm? Die Form sieht ähnlich aus. Ja. Der Wehrmachtshelm hat 2 Lüftungslöcher, der Feuerwehrhelm hat 4 Lüftungslöcher. Das muss man wissen. Ich bin beeindruckt, was Sascha bei etlichen Entrümpelungen zusammengetragen hat. Ein Bajonett, unzählige Fotoalben, Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, Kolonialzeit. Das Zeug ist eine Reise durch die deutsche Militärgeschichte. Also hier haben wir jetzt eine kleine Ordensschnalle oder eine Bandschnalle aus dem Ersten Weltkrieg. Insgesamt 6 Auszeichnungen. Das hat man dann hier oben auf der Uniform getragen. Das sind die sogenannten Bandorden. Vor allem ein Fundstück aus Saschas Entrümpelungen begeistert den Experten. Kleines Highlight sein, diese Jacke, das ist eine Panzerjacke. Das ist eine Einfachjacke, das ist keine Jacke eines Offiziers, das ist eine Jacke eines Mannschaftssoldaten oder eines Unteroffiziers mit einem einfachen Leineninnenfutter, ein typisches Kammerstück ist das. Und mein erster Eindruck ist zwei original getragene Stück aus der Kriegszeit. Was war dein erster Eindruck, als du die ausgegraben hast? Es war ein ganz dummer Zufall, das war aus einem Haushalt, die lag in einem alten Koffer, in einem alten Reisekoffer, oben drüber alles voll mit Bettlaken und am Anfang sah es tatsächlich aus wie eine alte Kochjacke, ja, ohne diese Embleme und das Ganze. Und dann habe ich halt noch gesehen, dass da vorne von einem Orden ein Band dran war und dann war mir klar, okay, das ist definitiv, ist das dann Wehrmachtszeit. Was ist sowas wert? Ja, die Jacken bringen natürlich mehr, wenn sie komplett sind mit allen Effekten. Jetzt fehlt hier einiges. Selbst in diesem unansehnlichen Zustand wird die deutlich über 1.000 Euro erzielen. 1.000 Euro? Ja, drüber. Für so einen Lappen? Ja, über 1.000 Euro, weil sie so selten ist. Das ist wirklich eine Überraschung jetzt. Ja. Da freue ich mich. Alexander von Renz ist anerkannter Sachverständiger für Militaria. Ein Experte auf seinem Gebiet. Seit seiner Kindheit lässt ihn die Militärgeschichte rund um deutsche und ausländische Soldaten nicht mehr los. Gemischt dazu aus dem Ersten Weltkrieg. Ich habe es mir selbst angeeignet im Grunde genommen. Ja, also man kann das nicht lernen, man kann das nicht studieren, man kann da keinen Kursus belegen, man muss sich das über die Jahre selbst aneignen. Und da ich mich seit Kindesbeinen schon mit militärischen Antiquitäten beschäftige, ist das ins Blut übergegangen. In wenigen Wochen wird die Militaria-Auktion stattfinden. Die Interessenten kommen aus aller Welt, bieten online. Der Handel mit militärischen Antiquitäten, gerade in Deutschland, ein sensibles Thema. Militaria wird leider Gottes immer direkt aufs Dritte Reich reduziert. Das ist sehr, sehr schade. Aber auch das Dritte Reich gehört natürlich zur deutschen Militärgeschichte. Frau Radmacher, haben Sie den Herrn Schwarz angelegt? Wir gehen zur Uniformierung. Schwarze Panzerjacke, Zweiter Weltkrieg. Jedes kleine Detail wird für die Interessenten erfasst und registriert. Schon in wenigen Wochen soll die Panzerjacke unter den Hammer. Effekten abgetrennt, Kragenspiegel liegen lose anbei, EK2-Band im Knopfloch,
Davon machen wir auch ein Highlight für die kommende Auktion. Ich bin gespannt. Was sagt der Experte? Wie viel ist das zusammen alles wert? Ich habe noch nicht alles beschrieben und noch nicht alles gesichtet, aber es werden schon etliche 1000 Euro sein. Minimum, denke ich, zwischen 3.000 und 5.000 Euro, aber vermutlich auch etwas mehr. Heute ist es endlich soweit. Der erste Verkauf seit 5 Monaten kann losgehen. Sascha will sein Lagerreich ab jetzt wieder jeden Samstag öffnen. Beklebt mir mal bitte hier noch die Löwe-Anlage. Guck mal überall, ja, wo jetzt noch keine Aufkleber drauf sind, dass du überall noch Aufkleber mit drauf machst. Alles muss ab heute raus, denn es wird mittlerweile sehr eng bei Sascha im Lager. Wir müssen hier langsam Platz kriegen, die Masse erdrückt dich irgendwann. Du fällst ja hier in eine Messi-Verhalte rein, ohne dass du was dafür kannst. Was für das Auktionshaus nicht gut genug war, bekommt heute eine zweite Chance. Seit Tagen haben sie durchgearbeitet, das Lager in ein Trödelkaufhaus verwandelt. Jede freie Minute warst du hier, hast gearbeitet, hast aufgebaut, hast dir Gedanken gemacht, preislich und alles Mögliche, werbetechnisch dir die Gedanken gemacht und hast nebenbei auch noch deine Entrümpelung gemacht. Ja? Also es war schon echt hart. Das muss ich schon sagen, es war richtig hart. Das war ja jetzt wirklich monatelange Arbeit. Ne? Deswegen bin ich froh, dass es jetzt endlich fertig ist. Du könntest mir noch ein Schild fertig machen, jedes Buch 50 Cent. Ja, schreibe ich. Ja, die ersten Leute stehen schon unten. Das ist schon schön. Für das, dass wir leider nur so knappe Zeit hatten, für Werbung zu machen, das ist gut. Um Punkt 9 kann Saschas Lagerreich endlich wieder öffnen. Corona-konform. Maximal 50 Leute dürfen rein. Und auch ich darf heute Saschas Trödel unter die Leute bringen. Und suchen Sie was Bestimmtes? Nee. Ich muss erst mal alles durchschauen. Ich habe hier Rasseln. Oh, nee. 1 Euro für Sie. Ah ja, nee, danke. Nein? Frage, was das kostet. Anscheinend muss ich noch viel lernen. Ich habe das Gefühl, die Kunden kennen sich besser aus als ich. Vielleicht kann ich mir beim Chef was abgucken. Mit 350 war schon nicht verkehrt. Gibt es mal noch ein bisschen Bedenkzeit? Ja, klar. Ja, klar. Gut, danke. Wenn du es jetzt nimmst, ohne noch groß rumzuhören, ja, 350, dann wäre aber hier absolut Grenze. Die Kuckucksuhr kriegen sie für 10 Euro, aber das Bild will er 45. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kunden hier so akribisch suchen. Bin überrascht, wonach die Leute gucken. Nächster Anlauf. Ich habe keine Ahnung, was der Zylinder wert ist. Sascha sagt, wer zögert, verliert. Naja, mit der Schachtel zusammen ist ja schon sehr schön gearbeitet. 25 Euro. Ah, spitze. So machen wir das. 25 Euro? Jo. Dankeschön, super. Ich bedanke mich. Mein erstes Geschäft heute. Viel super. Spaß mit dem Zylinder. Ja, oder wie heißt Dank. Das Ding? Chapeau-Klack. Chapeau-Klack. Der Klappzylinder. Alles klar. Mist. Ich glaube, da war mehr rauszuholen. Dankeschön. Komm, erster Tag, machen wir 5 Euro Stück. Was geht so besonders gut? Kannst du da was sagen? Ja, besonders gut, halt wirklich, kann man so jetzt gar nicht. Querbeet, von A bis Z, alles. Alles, jeder findet irgendwie was hier, finde ich klasse. Ich habe ja auch ein bisschen was verkauft für dich. Und zwar habe ich jetzt innerhalb von einer Stunde 175 Euro. Wow! Ja? Nicht schlecht, wow. Oder? Wow! Hat auch Spaß gemacht. Ja, ich bin begeistert. Ja. Ui, du hast ja fast mehr gemacht wie ich. Das glaube ich zwar nicht, aber nicht Spaß schlecht. Hat es gemacht. 7 Tage habe ich bei Sascha als Entrümpler geholfen. Eine schweißtreibende Reise durch Erinnerungen und Müll. Immer mit der Hoffnung auf den ganz großen Schatz.